Hallo und herzlich willkommen beim Brickfreaks. Heute zum zweiten Teil zum Aufbau vom Coffeeshop Café Corner oder wie es im Original von Brickative heißt, das Havanna Café. Das Set hier ist von Rael, das ist eine relativ neue Firma. Das ist das zweite Set, was ich von ihnen baue. Das erste war super, das waren 4x4, Entschuldigung, es waren Steine, 4x4 Wrangler Jeep Rubicon, der war fantastisch. Modellnummer ist 10002, 3158 Teile. Anleitung ist soweit okay, die Farben sind nicht ganz stimmig mit der Realität, aber man findet raus, welche Farbe was ist. Also ich hatte jetzt auch keine großen Probleme, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Funktioniert es. Geklaut hat hier Rael von Brickative. Link zum Set auf Your World of Building Blocks und zu Brickative. Für die Originalanleitung kostet $20, sind beide unten in der Videoschreibung, wie immer bei mir. Ja, hier gibt es noch mehrere Häuser. Das hier hat mich nicht interessiert. Das hier ist heute gekommen. Der Bike Shop, den gab es schon mal von Leppin, der war furchtbar. Und hier der Schuhshop. Ja, bei dem überlege ich noch, ob ich ihn mir bestelle. Ich mag dunkelrote Gebäude. Soweit sind wir gekommen in den Bauabschnitten 1 bis 3. Der Aufbau super, macht verdammt viel Spaß. Und wie bei allen Brickative Häusern, ihr seht es hier, man kann die Wände recht schnell rausnehmen. Ja, hier drückt es anscheinend ein bisschen auseinander, dann haben wir hier einen Spalt. Aber gut, den sieht man später eh nicht mehr. So, die Bauweisen sind toll. Brickative hat fantastische Bauweisen. Ich weiß, es sind nicht immer dieselben Designer. Aber auch hier erkennt man wieder, auch wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich drauf getippt, dass es von Brickative ist. Erstens aufgrund von dem. Und dann baut man viele Sachen und baut sie dann erst ein. Also man baut nicht die Mauern alle so hoch. Das ist alles ein bisschen anders gemacht. Die Teilequalität ist sehr gut. Es sind Go-Brick-Steine. Also von daher alles top. Es scheinen Minifiguren dabei zu sein. Also in den Beuteln 1 bis 4, 3, also Baustellen 1 bis 3, waren es noch keine Minifiguren. Es sind Aufkleber dabei. Ich habe einen Teil der Aufkleber aufgebracht, da oben in der Küche. Hier würden Wegeschilder hingehören, wo drauf steht Café oder Corner oder irgend sowas. Aber es ist viermal derselbe Aufkleber. Ich meine, klar, ihr könnt vier Stück aufbringen, das sind die Schilde. Das sind hier, ne, einen habe ich mal aufgebracht. Aber es wäre viermal derselbe Aufkleber. Und ich kann ja nicht nach links laufen, um zum Café zu kommen, oder nach rechts laufen, um zum Café zu kommen. Außerdem mache ich da später eine Straßenlaterne hin. Okay, Aufbau war top. Auch der zweite Stock, ihr seht, er passt gut rein. Überall sitzt er auf, keine Spaltmaße groß. Also von daher hier hinten noch ein bisschen. Muss mal gucken. Aber fantastisch. Macht wirklich extrem viel Spaß zu bauen. Gut, dann klöppel ich das Ding jetzt mal fertig und hoffe, wir haben hier Spaß beim Video. Nur ein ganz kurzer Take. Wir haben Tür gebaut und ein klitzekleines Kämmerchen, Toilette. Hier haben wir die Panelsteine. Die 1 auf 2 auf 5 und die 1 auf 1 auf 5 und die Tür. Und hier hinten haben wir noch ein bisschen hochgebaut. Das ist alles. Ich wollte euch nur kurz die Toilette zeigen. Klitzekleine Toilette, Waschbecken. Das war's. Ah, ein Stück weiter wieder bei Bauabschnitt 4. Ich kann jetzt nicht weiterbauen. Wir haben die Tüte verlegt mit den Fenstern. Es bringt jetzt nichts, wenn ich weiterbaue und kriege die Glasscheiben nicht rein. Also ne, Fensterrahmen haben wir, aber das Glas haben wir nicht. Aber ist irgendwo. Irgendwo haben wir es. So, da haben wir Tür. Das sind die Modified Bricks, die Rückseite. Das ist schön gemacht hier überall. Jawohl. So, nehmen wir es mal in die Hand, zeigen es euch näher. Da haben wir ja innen drin die kleine Toilette, die habt ihr schon gesehen. Hier nochmal Kunst an der Wand und nochmal 5 Sitzplätze. Von unten nach oben kommt man dann wirklich nicht über die Treppe. Also am Anfang ist eine Treppe und dann wird es zur Leiter. Und dann haben wir da nochmal ein schönes Absperrgitter. Also es ist auch von innen hier ordentlich bunt. Ordentlich bunt. So, dann hoffe ich mal, dass die Fenster bald auftauchen, dass ich weiterbauen kann. Wenn nicht, gibt es das Review halt ohne Fenster und ich bestelle sie nach. Nee, taucht schon auf, taucht schon auf. So, hallo. Entschuldigt, dass es sehr dunkel ist.
Aber draußen ist es ist 12 Uhr mittags und es ist schwarzer Himmel bei uns hier in Ludwigshafen. Okay, Bauabschnitt 4 haben wir fertig. Mit schönem Bogen. Das Geländer haben wir dran. Nochmal Bestuhlung. Hier auch wieder die Bögen. Oben alles modularmäßig abgedichtet. Und hier sind zwei Sachen, die ich ganz cool finde. Hier unten drunter sind, seht man es von da hinten? Jawohl, da seht ihr das. Das ist 1 auf 2er Brick in Transclear Rosa oder Hellviolett, ich weiß gar nicht. Und da sind noch die Modified Bricks mit Stud vorne und Loch hinten. Und da haben wir die Transclear Griffelplatten dran gemacht. Ja, die Modified Blade, die Grills. Und es sind von diesen Modified Bricks in Transclear, sind glaube ich 12 Stück oder sowas in dem Set. Und die hatte ich von Lego noch nie in der Hand. Ich denke, die wird es von Lego geben, aber von Lego hatte ich sie noch nie. Des Weiteren haben wir das Kaffeeschild gebaut und das finde ich eigentlich richtig cool, aus zwei Gründen. Man kann hier Kaffee lesen und hier Kaffee lesen. Das finde ich ganz cool. Das ist echt nett. Man kann es hier schön drehen. Ja, man kann es hier vielleicht noch ein bisschen besser ausrichten insgesamt. Aber das finde ich nett. Das Schöne ist, weil, sind wir jetzt mal ehrlich, rosa ist jetzt nett. Gut, es passt vielleicht jetzt zu dem Set hier, weil es eh so bunt ist. Insgesamt ist aber als rosa wahrscheinlich von vielen von uns nicht die favorisierte Farbe, die sie an einem Modular Building haben möchten. Insofern das aber nur die Platten oben drüber betrifft, braucht das 6, 7, 1 auf 2, 5, 1 auf 3 und eine 1 auf 4 in einer anderen Farbe. Hier durch den Kamerasucher sieht es bei dem Licht jetzt sogar fast weiß aus. Aber es ist schön, schön schweinchenrosa. Ah, das finde ich richtig cool. Leider steht so ein kleines bisschen schräg. Seht ihr das? Es wackelt so ganz leicht hin und her. Gut, aber ansonsten okay. Was ich auch schön finde, die Stühle und Tische sind immer leicht ein bisschen anders gebaut. Jede Gruppe. Also das war es auch wieder echt ein schöner Bauabschnitt. Richtig schöner Bauabschnitt. Das hat richtig Spaß gemacht, das Schild. Weil man fragt sich echt, wie ist es gemacht und dann sieht es eigentlich richtig cool aus. Der Mechanismus, wie gesagt, vielleicht, der ist nicht ganz so toll, aber ansonsten passt. Gut, dann haben wir noch einen Abschnitt. Auf zu 5. So, die Grundplatte begonnen für das Dachgeschoss. Ein paar 2 auf 16, 2 auf 14, 2 auf 12, ein paar große Platten, alles gut. Nichts besonders aufregend. Nichts, was wir nicht schon gehabt hätten. Hier finde ich ganz nett wieder die Zacken. Was mich allerdings wundert, ich habe 6 Haarteile in dem Set. Und hier hinten zeigt er mir auch, wie ich die Minifiguren zusammenbauen soll. Hier sind aber nirgendwo Teile für Minifiguren. Ja, hier ist zwar sowas, aber die sollen auf die Wäscheleine. Also wahrscheinlich wurden die Minifiguren für Europa rausgenommen, weil man Angst hatte, die landen im Zoll und das Set wird vernichtet. Ist okay, kann ich gut mitleben, ich habe genug Minifiguren. Es hat mich nur gewundert, dass sie Haarteile drin gelassen haben. Und ich habe es ein bisschen geblättert in der Anleitung. Diese runden Steine, die anscheinend irgendwie leuchten können, wenn man weiß, wie man sie aktiviert. Keine Ahnung. Muss ich mich mal näher damit beschäftigen. Die tauchen in der Anleitung gar nicht auf. Die waren auch in so einer zugepackten Tüte dabei. Diese Tüte, wo ein 1er drauf war und dann ein 5er drüber geklebt. Also keine Ahnung, was sie bei der Tüte gemacht haben. Aber anscheinend habe ich jetzt halt 6 Haarteile mehr. Ist okay, sind ein paar coole Haarteile und eine Baseballkappe. Und irgendwelche Lightbricks, wo ich nicht weiß, wie ich sie aktiviere. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, wieder ein gutes Stück weiter. Hier ist absolut ungewöhnliche Bauweisen. Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Die versteht nie was, oder? Die Tante von Google.
Das ist geil. Du hast aus das Display, sagst nichts mit OK Google und so, jetzt, ja klar, jetzt geht's ja an. Aber urplötzlich fängt es an zu babbeln. Habe ich in letzter Zeit dauernd. So, das ist super ungewöhnlich, die Bautechnik. Ich kann es euch gar nicht richtig erklären. Mit Laserschwert, Griffen und. Seltsam. Hier haben wir einen kleinen Fernseher. Ein Sitzkissen, kleiner Tisch, kleine Pflanze in der Ecke. Und es ist ein obergeile Bad. Die Badewanne halb unter der Schräge, weil ihr seht, hier sind Schrägsteine. Und ein ultra kleines Waschbecken und Toilette. Naja, wir sind auf Kuba und Havanna muss man wohl mit so kleinen Toiletten rechnen. Das klang jetzt fies. Nein, ich würde unbedingt gerne mal nach Havanna. Ich denke, das ist super schön dort. Aber nettes kleines Wohnzimmer. Aber wie gesagt, diese Fensterdinger hier, das ist Wahnsinn. Von außen sieht es ja ganz cool aus, innen ist ein bisschen verstörend. Wir nähern uns mit großen Stücken der Fertigstellung. Der linke Teil hier ist fertig. Schön ist, dass sich auch wieder die Fassade durchzieht. Ihr seht es nach hinten. Schön gleichmäßig. Hier haben wir wieder die Wand zum Rausnehmen. Ich habe noch den Aufkleber gefunden. Coffee. Und hier ist die Rückenlehne vom Sofa. Ich habe mich schon gewundert, dass der arme Kerl so da sitzen muss. Und dann auch noch schräg und hinten runterballert. Armer Kerl. Ne, hier ist. Er ist gesichert. Fenster. Sozusagen. Und hier Vorderseite. Die Glastüren sind spitze. Überhaupt nicht milchig. Und fast keine Kratzer. Also ein Mikrokratzer war jetzt hier. Den musste man wirklich mit der Lupe suchen. Also bin ich echt zufrieden. Und was auch schön ist, es sind ja Gobrix-Steine. Und ich hatte in letzter Zeit öfters mal Schlieren auf den Steinen, die mit dem Schmutzradierer weggegangen sind. Mit nichts anderem, aber mit dem Schmutzradierer gingen sie runter. Bei dem Set jetzt kein einziger Stein. Also keine Verschmutzung, gar nichts. Tipp top. Ja, bin mal gespannt. Das hier oben sieht seltsam aus. Mal gucken, wenn das Dach drauf ist, wie dann der Overall-Look ist. Aber insgesamt gefällt es mir mittlerweile richtig gut. Es ist vollbracht. Fertig haben wir es. Dach ist gar nicht schlecht geworden. Schön mit den Details hier. Also muss ich echt sagen. Hübsch. Gut, die Wand, warum man da dann nicht weiße genommen hat. Naja, gut, aber das macht Lego auch. Aber das ist ja nochmal die Wand, die an ein anderes Modular grenzt. Dann ist es nicht so tragisch. Aufmachen. Müsste eigentlich noch gehen, weil ihr seht, der Rand hier ist einzeln gebaut. Das ist gut, das ist nett gemacht. Zack, zack, sitzt er wieder drin. Wäscheleine noch dazu gekommen, die beiden Minifiguren Oberkörper. Die von Rael sind ein bisschen besonders. Ihr seht selber, die haben so einen dicken Hals und innen drin ist ein Skelett nochmal. Mit den Schultergelenken und allem. Das sind relativ spezielle Minifiguren. Ein, zwei andere Hersteller benutzen die auch. Ich glaube, Shigao benutzt so ähnliche. Ja, absolut in Ordnung. Da kann man nichts sagen. So, noch zwei Mysterien, die wir zu klären haben. Die habe ich mit dem Loi abgesprochen. So, ja, ich habe einen Haufen Frisuren, 5 Haarteile und eine Baseball-Cup. Es sollten 6 Minifiguren dabei sein. Der Loi weiß nicht, warum die raus sind. Er hat gesagt, bei Rael, er hätte gerne, also das Set liegt hier schon länger rum und er hat von Rael eins vorab bekommen. So eine Woche bevor die fertige Lieferung kam, hat es gleich zu mir geschickt. Jetzt vermuten wir, dass Rael vergessen hat, hier die Minifiguren reinzupacken und nur die Friesen reingepackt hat. Müsste allerdings laut Aussage von Rael im fertigen Set eigentlich bei jedem die Minifiguren dabei liegen, wer Wert drauf legt. Das zweite Mysterium waren diese Round Bricks hier. Ich habe es hier mal einen leer geräumt. Da ist nochmal die Elektronik und die LED drin. Allerdings haben im Loi seine Mitarbeiter die Batterien vorher rausgenommen. Er weiß nicht warum.
Er hat keine Ahnung, warum sie selbstständig ohne seine Anweisung die Batterien rausgenommen haben. Normalerweise liegen noch 6 oder 8 Knopfzellen bei. Ich weiß gar nicht, wie viele von den Roundtricks das sind. Schauen wir mal, 4, 8 Stück. Also normalerweise liegen da noch 8 Knopfzellen bei. Und dann habt ihr auch eine Beleuchtung. Ja? Also wie gesagt, das sollte eigentlich... Ah, hier ist sogar ein Knopf. Der hat doch gerade geleuchtet. Ha, guckt mal, hier haben sie vergessen, die Batterie rauszunehmen. Bei einem. Und die kann man dann von unten, zack, an die Decke stöpseln. Wie lange da natürlich diese Knopfzelle hält und so weiter, sei mal dahingestellt. Aber, ne, es ist die einzigste. Die ist deutlich schwerer. Das war jetzt die einzigste. Okay, also wie gesagt, ihr müsst es mit Minifiguren und Batterie bekommen. Das sind die Ersatzteile. Man wundert sich ein bisschen, weil die kommen im Set gar nicht vor. Die kommen im Set gar nicht vor. Die schwarzen Pistolen kommen im Set nicht vor. Naja, gut. Egal, wir nehmen es, sortieren es in die Krümpelkiste ein. Gut. Wir machen heute hier Schluss. Bisschen kleinerer, kürzerer Abschnitt. Weil ich will dann das Review als Einzelvideo machen, für die, die sich nur fürs Review interessieren. Denke ich, ist es besser, dann können die sich rein das Review anschauen. Gott, ich habe einen Haufen Sets bekommen, nur so vorab. Ich habe von Modbricks gestern nochmal 3 Sets bekommen. Und das, was ich gepostet habe im Community-Tab. Und dann habe ich noch rumliegen von Rael den Königsegg Agera mit 4000 Teilen, mit über 4000 Teilen. Also ich habe mächtig viel zu tun. Sommerferien sind verplant. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaut dann auch den dritten Teil, das finale Review. Habt eine gute Zeit. Ich bin der Frank. Bye, bye.